Die letzte Marschveranstaltung in diesem Jahr des Mammutmarsch steht unter einem ganz besonderen Motto, nicht nur als Berliner Zwerge, sondern für mich gleichzeitig der 10. Mammutmarsch und auch Mammutmarsch Berlin Premiere. Das war bisher die weiteste Anfahrt und so wünsche ich euch mit dem neuen Video viel Spaß und los geht's. Fröhlich auf ihr Leben und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo. Nicht nur irgendeinem Wandervideo, sondern mit dem Malte bin ich hier heute in Berlin beim Mammutmarsch Berlin. 55 Kilometer, der Saisonabschluss sozusagen und nicht nur das, sondern auch der 10. Mammutmarsch für mich. Das heißt, hier steht einer tollen Wanderung heute definitiv nicht im Wege. Da hinten ist der Start und wir sind sowieso schon viel zu spät. Wir haben jetzt kurz nach 8 Uhr. Wir haben jetzt Viertel vor, wir hätten eigentlich um 20 vor starten müssen. Also egal, wir machen es hier heute, so wie es kommt. Und so wünschen wir euch viel Spaß mit dem neuen Video und schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns wahnsinnig, das letzte Event der Saison. Es ist ein wahnsinniges Jahr, das vorbeigerauscht. Und dass wir uns jetzt alle hier nochmal beim Sonnenaufgang sehen, macht mich richtig glücklich. Und ich würde gerne als erstes wissen, wer ist denn schon mal bei einem Mammutmarsch dabei gewesen? Machen wir die Erinnerung. Aber dann müssen ja aber einige neue dabei sein. Wer ist heute zum ersten Mal bei einem Mammutmarsch dabei? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen riesen Applaus für die neuen Mammuts in der Erde. Schön. Ich will euch jetzt auch nicht länger drauf. Heute spannend. Es liegt eine richtig, richtig geile Strecke vor euch. Mit allem von Schloss Charlottenburg bis... das Kanzler hat gesagt. Kommt da auch vorbei. Jetzt ist es ja wieder ein Kanzler. Gut, ich verrenne mich. Ich gebe euch Mammut. Ihr gebt mir Marsch. Mammut. Marsch. Mammut. Marsch. Mammut. Marsch. Und dann geht es los für euch in 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß euch und bis gleich. Die ersten 3 Kilometer sind rum. Wir laufen hier die ganze Zeit schon am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal. Ich habe eben noch zu Malte gesagt, mal gucken, ob ich das in der Aufnahme ohne Abbruch hinbekomme. Wisst ihr jetzt? Habe ich nicht. Aber ist auch egal. 3 Kilometer sind wir bisher gelaufen. Ja, geht schön in der Ebene entlang. Die Sonne scheint. Also es könnte wieder einmal nicht besser sein mit dem Wetter. Und so geht es hier erstmal heiter weiter auf die noch zu verbleibenden 52 Kilometer. Kurz vor den 10 Kilometern melden wir uns wieder. Läuft hier weiterhin hervorragend. Schön in der Ebene. Ich glaube, ich hatte gar nicht erwähnt, dass hier auf den 55 Kilometern nahezu keine Höhenmeter zu erwarten sind. Laut Komoot Track sind es 200, aber alles sehr überschaubar. Bisher lassen sich die Wege hier sehr, sehr, sehr gut laufen. Sehr gut ausgeschildert. Leider mussten gestern kurzfristig nochmal Änderungen in der Strecke gemacht werden, weil heute hier auch im Innenstadtbereich eine Großdemonstration angekündigt ist. So fallen leider einige interessante Berlin-Highlights, die man sich so gerne anguckt, weg. Hindert einen natürlich keinen, trotzdem nochmal hinzugucken. Wir werden auch schauen, dass wir das ein oder andere Highlight trotzdem so ganz grob mal anlaufen, anschneiden. Aber ein Ziel haben wir außerhalb des Tracks, nämlich das Olympiastadion. Da führt der Track etwa, 300-400 Meter von entfernt vorbei und da machen wir einen kleinen Abstecher, einmal zum Olympiastadion, einmal kurz reingucken, einmal so ein nice to have und dann geht es wieder zurück auf den Track
So werden wir definitiv ein bisschen mehr als 55 Kilometer haben. Und also, ich weiß noch nicht, mehr gibt es aktuell hier tatsächlich auch nicht zu vermelden. Die Stimmung ist toll, die Leute sind toll, der Start war geil. Also geht's heiter weiter beim Mammutmarsch Berlin. Ja, da melde ich mich ganz schnell doch nochmal, denn ich habe mir den Track auch angeguckt, wo der Weg herführt. Und ich war ja 2019 mit meiner größten Tochter hier. Die hat ja dann im Anschluss ein Auslandsjahr in Amerika gemacht. Verlinke ich euch gerne mal das Video. Und ich wusste, dass wir hier irgendwo auch sitzen, beziehungsweise gesessen haben, aber nicht auf der Seite, sondern auf der anderen Seite. Ihr könnt bestimmt da hinten die weißen Häuser da sehen und die roten Häuser. Und dazwischen, da war eine Bank und da haben wir gesessen und Pause gemacht. Das heißt, mit anderen Worten müssen wir jetzt hier in Berlin-Spandau sein. Dann kann ich die Info auch verteilen. Schöner Schwan ist ja auch noch am Start. Richtig cool. Richtig, richtig cool bisher. Kilometer sind rum und wir laufen auf den ersten Verpflegungspunkt drauf zu. Kleines Päuschen, bisschen was snacken. Die üblichen Dinge, die man so macht am Verpflegungspunkt. Der Malte muss ein bisschen Wasser auffüllen. Ja, wie gesagt, wir sind hier heute nicht in Zeitdruck, sondern machen hier nicht easy peasy, aber wie gesagt, den einen oder anderen Schlenker nehmen wir mit. Und so suchen wir uns jetzt erstmal ein paar Leckereien hier aus. Ja, der erste Verpflegungspunkt liegt hinter uns. Ein bisschen Salzstangen, ein bisschen Cola, ein Toast mit Erdbeermarmelade gab es. Und jetzt sind wir hier weiter auf der Strecke und muss meine Aussage revidieren zum Thema, wo ich mit meiner Tochter gesessen habe. Das war gar nicht weiter vorne, sondern es war genau hier. Im Prinzip hier parallel sind die Spandau-Arkaden und dahinter ist halt entsprechend auch der Bahnhof. Berlin-Spandau, da sind wir nämlich damals in den ICE eingestiegen und dann sind wir nämlich hier runtergegangen. Genau, ich kann mich noch an die Schiffe hier erinnern. Dann haben wir uns hier eine Bank gesucht und uns da hingesetzt. Ja, also wie gesagt, nochmal der Hinweis, leider eine kleine Falschmeldung, aber sei mir wohl verziehen und ja, nach wie vor läuft es sich hervorragend. Ich denke mal, wir werden jetzt so um Kilometer 15 rum sein. Ja, ist ein bisschen windiger geworden, ein bisschen bewölkter ist es geworden, aber solange es trocken ist, ist das eigentlich vollkommen egal. Kurz nach Kilometer 20 kommen dann endlich auch die wenigen, aber lang ersehnten Höhenmeter. Richtig cool. Also, wenn man hier jetzt in die Landschaft schaut, es hat hier gar nichts mehr von Berlin. Das ist einfach Natur pur hier. Da oben auf dem Berg stehen auch viele Kinder, die mit ihren Drachen spielen, die ihre Drachen steigen lassen. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sobald wir oben auf dem Peak sind, ein kleines bisschen windiger wird. Ja, ich habe mir die Kleidung so ein bisschen angepasst. Also wenn die Sonne scheint, dann ist es halt warm, verhältnismäßig. Sobald die Sonne aber weg ist und Wind geht, dann wird es doch schon ordentlich frisch. Deswegen habe ich jetzt noch so ein Longsleeve hier unter das Hemd gezogen und komme damit eigentlich ganz gut klar. Ja,
Die Käppi habe ich jetzt auch mal wieder aufgesetzt. Die Zwergenmütze. Die ist schon richtig cool. Schönen Dank nochmal an den Jore für die Organisation. Ich bin mir sicher, den werde ich auch im Ziel später nochmal sehen. Und viele andere bestimmt auch. Und die juckt halt hin und wieder hinten im Nacken. Gerade wenn du am Schwitzen bist. Deswegen habe ich die jetzt mal gegen die Käppi getauscht. Malte, ey, guck dir das mal an. Hammer. Was ist das denn? Geil. Guckt euch das mal an. Das gibt's doch gar nicht, ey. Wir sind nicht mehr in Berlin. Safe sind wir nicht mehr in Berlin. Das ist doch komplett krank, ey. Das darfst du doch keinem erzählen. Das glaubt dir doch kein Mensch, ey. Krass. Einfach krass. Also ich glaube, viel mehr aussieht als hier, wird man da oben auch nicht haben. Aber ey, ganz ehrlich, was für eine geile Strecke, was für eine geile Veranstaltung bisher. Einfach richtig geil. Nach dem fantastischen Ausblick auf dem Hahnerberg, dem Naturreservat, laufen wir jetzt hier auf dem Berliner Mauerweg. Das ist ein 160 Kilometer langer Rundwanderweg rund um Berlin. Ja, und verläuft teilweise entlang der Mauer, der ehemaligen Mauer, teilweise aber auch über alte Zollstraßen oder Kontrollstraßen, wo damals entsprechend kontrolliert wurde, dass hier keiner von Ost nach West-Berlin flüchten geht, sage ich jetzt mal so ganz platt. Wenn ihr da genaueres wissen wollt, schaut gerne mal bei Google vorbei. Da hat der Malte eben einen ganz interessanten Artikel vorgelesen. Aber das jetzt alles vorzutragen, sage ich mal, geht jetzt auch zu weit, weil das natürlich sehr viel geschichtlich ist. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange wir jetzt auf dem Mauerweg entlang laufen. Denn mich interessiert natürlich immer auch, das ist zwar hier der Berliner Mauerweg, wir haben jetzt auch die Information, dass hier, wie gesagt, Zollwege waren, Grenzkontrollen stattgefunden haben oder Grenzfahrten sozusagen und halt teilweise auch der Verlauf der Mauer. Und da freue ich mich dann auch, sofern wir denn weiter auf dem Berliner Mauerweg weiterlaufen hier, auf das ein oder andere Relikt aus dieser damaligen Zeit. Weil man kann halt eben immer sehr viel lesen und sich sehr viel Informationen aneignen. Ich finde es aber dann auch immer toll, sowas auch mal zu sehen, mal anfassen zu können. Und mal in einer gewissen Art und Weise sich da reinzufühlen, was das damals für eine Zeit gewesen ist. Ich bin 1989 eingeschult worden und habe vom Mauerfall und dem ganzen Drumherum gar nichts mitbekommen. Ist mir auch nie irgendwie so richtig bewusst gewesen. Klar, ich meine, da war ich 6. Das war natürlich, da waren viele Themen natürlich wichtiger als der Mauerfall zu meiner damaligen Zeit. Aber es ist jetzt für mich umso toller, auf den Spuren der Geschichte Deutschlands zu sein und so ein kleines bisschen nachzuerleben, nachzuempfinden. Also lassen wir uns, wie gesagt, mal überraschen, ob wir hier auch vielleicht an Mauerresten vorbeilaufen oder eben auch nicht. Werden wir sehen. Und so geht's hier erstmal nach etwa 23 Kilometern heiter weiter beim Mammutmarsch Berlin. Das waren auf jeden Fall jetzt einige zähe Kilometer für mich. Ich glaube, das war auch von VP zu VP die größte Distanz, die wir jetzt gelaufen sind, nonstop, ohne Pause. Und ich habe jetzt auch eine kleine Pause dringend gebraucht. Schön lecker Gemüsebrühe mit so Backerbsen, richtig geil. Und jetzt haben wir noch 8 Kilometer bis zum nächsten VP. Werden aber noch mal einen kleinen Schlenker einbauen zum Olympiastadion.
hatte ich ja auch schon alles erzählt. Wir konnten es eben auch einmal schon sehen, also dieser Turm oder was, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Oh, kleiner Hund hier. Und ja, das ist jetzt der weitere Plan. Also erstmal Richtung Olympiastadion. Dann machen wir da eine kleine Kehre. Dann laufen wir wieder auf den Track zurück. Ja, und dann wartet schon am Schloss Charlottenburg bei offiziell Kilometer 36 der Verpflegungspunkt Nummer 3 auf uns. Nach 31,21 Kilometern biegen wir nach rechts ab. Der Pfeil zeigt nach links. Ach nee, hier ist der Morellenweg. Jetzt lass mal überlegen. Warte mal. Ja, aber da müssen wir her, hier. Da. So, wir haben den Track gefunden, beziehungsweise den Weg zum Olympiastadion. Der Track geht normalerweise da entlang. Aber wir wollen natürlich mal eben einen kleinen Abstecher zum Olympiastadion machen und da mal einen kurzen Blick reinschmeißen. Wie weit das möglich ist, keine Ahnung. Sind jetzt etwa, 500 Meter vielleicht. 500 Meter wieder zurück. Vielleicht können wir auch so einen kleinen Bogen laufen, dass wir dieselbe Strecke nicht zurücklaufen müssen. Werden wir mal sehen. Also auf geht's. Fernab der Mammutmarschstrecke zum Olympiastadion. Ja, herzlich willkommen am Olympiastadion in Berlin. Ey, was ist das? Eine krasse Nummer, ne? Was für ein Riesending. Man kann natürlich nur ansatzweise erahnen, wie groß das ist und wie weitläufig das ist. Aber wer die ein oder andere, ja, das ein oder andere Konzert mal gesehen hat oder das Finale der WM 2006, der wird halt wissen, was hier los ist, wie voll das ist und wie groß das Ding ist. Ja, und da oben die Olympischen Ringe. Einfach krass. Da hat sich der Umweg definitiv gelohnt. Malte, bist du schon mal hier gewesen? Nein. Ne? Aber krasses Ding, ne? Mega. Imposant. Ja, reinkommen wir leider nicht. Ich denke, man könnte sich sicherlich da hinten an dem Besucherzentrum irgendwie vielleicht so ein Ticket holen und da mal ein bisschen reingucken. Aber wir haben ja keine Zeit. Wir sind ja auf dem Mammutmarsch Berlin unterwegs. Deswegen heißt es jetzt Rückzug und zurück auf die Strecke. Herzlich willkommen am Schloss Charlottenburg, kurz vor Verpflegungspunkt Nummer 3. Wir sind hier, also wir beide sind bei Kilometer 40 jetzt. Die Teilnehmer, die regulär dem Track gefolgt sind, werden bei Kilometer 36 sein. Somit haben wir eben einmal zum Olympiastadion 4 Kilometer extra gelaufen. Geile Nummer. Und ja, wir haben uns eben auch schon abgesprochen, wir werden da definitiv eine richtige Pause machen. In der Hoffnung, dass es da nicht nur Convenience Food gibt, sag ich mal. Sondern so wie in Stuttgart, so ein Hotdog mit Würstchen und Röstzwiebeln und so was alles. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ja, dann würde ich sagen, wir werden uns jetzt hier kräftigen und stärken. Und dann geht es heiter weiter nach der kleinen Pause auf die noch zu verbleibenden etwa 19 Kilometer. Ja, so machen wir das. Bis gleich.
Herzlich willkommen in der Innenstadt von Berlin. Ich muss mal eben meine Taschenlampe anmachen. Ey, dieses Licht, das blendet mich gerade. Auch wenn es hier doch gut beleuchtet ist. Aber richtig cool bisher. Hier kenne ich mich tatsächlich in Anführungsstrichen ein kleines bisschen aus. Schloss Bellevue, Reichstag, Kanzleramt sind wir gerade vorbei. Richtig cool. Wir sind hier auch jetzt weiterhin an der Spree unterwegs hier. Also es ist richtig toll. Und ich muss tatsächlich meine Meinung von Berlin maximal und um 180 Grad revidieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe über sehr viele Jahre ein sehr, sehr, sehr gemischtes Bild von Berlin gehabt. Eigentlich mehr oder weniger nur aufgrund einer, wobei zwei, in Anführungsstrichen, schlechten Erlebnissen. Ich bin 2015 hier gewesen, übers Wochenende. Da war hier eine Game of Thrones Ausstellung. Ja, Game of Thrones Fan, guckt man sich das natürlich an. Und ja, wir hatten damals ein Hotel gebucht auf der Landsberger Allee. Ich glaube, das müsste des Hotelnamens zufolge auch Ost-Berlin sein, auch wenn das überhaupt keine Rolle spielt. Das war so ein dermaßen abgerocktes Hotel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da war noch ein alter Röhrenfernseher, der da stand. Und da konnte man auch Erwachsenenprogramm, sag ich jetzt mal, ohne PIN-Eingabe oder ähnliches gucken. Und die Fernbedienung sah, naja, wie soll ich das mal vorsichtig ausdrücken, doch schon ordentlich durchgenudelt aus. Ja, der andere Punkt war halt, wir wollten dann von diesem Hotel aus eigentlich nur zum Alexanderplatz und uns den Funkturm angucken. Und wir mussten dreimal umsteigen mit S-Bahn, U-Bahn und Straßenbahn und keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Und das hat mich tatsächlich nachhaltig, ja, negativ behaftet, weil ich mir gedacht habe, ey, du bist hier in der Bundeshauptstadt und du musst dreimal umsteigen, um zum Alexanderplatz zu kommen. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war einfach Fehlplanung oder man hat sich halt auf die DB-App verlassen, anstatt mal selber auf die Karte zu gucken. Das war heute Morgen tatsächlich auch so. Wir sind aus dem Hotel raus. Wir sind Richtung Schloss Charlottenburg gelaufen und dann links zur S-Bahn-Station. Da braucht die S-Bahn nur 7 Minuten bis zur entsprechenden S-Bahn-Haltestelle. Und die DB-App hat uns dann oder hätte uns über diverse Umwege mit dreimal umsteigen auf eine Tour geschickt, die 45 Minuten gedauert hätte. Also das verstehe ich dann auch nicht. Da muss die DB-App im Zweifel so schlau sein und sagen, hör mal, lauf lieber 700 Meter zu Fuß, steig dann in die S-Bahn ein, Westende und fahr bis Westhafen. Oder ja, 7 Minuten bist du da, schneller geht's nicht, günstiger geht's nicht. Ja, da muss man wirklich so ein bisschen selber recherchieren. Aber wenn du komplett ortsfremd bist, dann weißt du halt auch nicht, wo, wie und was. Aber das, was ich bisher gesehen habe von Berlin, hat mich doch echt wirklich schwer beeindruckt. Auch gerade die Randgebiete, die Natur, so richtige, das Berliner Leben, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was wir da erlebt haben. Klar, wir sind jetzt hier mitten in der Innenstadt und hier ist natürlich Regierungsviertel, Geschäfte, Banken, Versicherungen etc. pp. Hier ist natürlich auch alles auf Hochglanz poliert und alles Shishi. Aber wir wissen halt auch alle, dass das nicht die Realität ist, die ja Deutschland so an und für sich ausmacht. Sage ich jetzt mal einfach, ist natürlich repräsentativ. Muss einfach so sein. Und jetzt will ich hier das Labern aufhören. Da geht es schon wieder, glaube ich. Nee, es geht hier links, Malte. Links? Ja, ja. Ich habe gedacht, es geht hier die Treppen hoch. Geht's aber nicht. So laufen wir hier weiter der Spree entlang und freuen uns weiterhin auf tolle Ausblicke. Ja, vielleicht auf den Reichstag gleich nochmal so ein kleines bisschen, glaube ich. Und dann schauen wir mal, was hier noch kommt. Jetzt laufen wir um die Ecke, sind hier an der S-Bahn-Haltestelle Berlin-Friedrichstraße und wir laufen direkt eiskalt auf den letzten VP drauf zu.
haben wir beide überhaupt gar nicht mit gerechnet, weil du halt überall am gucken bist. Ne, Reichstag, hier Architektur und da noch ein Theater und dies und das. Also richtig cool auf jeden Fall. Der Megamarsch. Der Mammutmarsch hat sich definitiv gelohnt. Ey, das war eine richtig geile Nummer, richtig tolle Highlights hier gesehen bisher in Berlin. Mal schauen, was noch kommt. 7 Kilometer sind es noch, sagt der Malte gerade. Wir sind jetzt laut unseren Füßen, hier geht's links, bei Kilometer 50. Aber wie gesagt, nochmal der Hinweis, wir sind ja 4 Kilometer zusätzlich gelaufen zum Olympiastadion. Also großartig, Schlimmes wird wohl auf den letzten 7 Kilometer nicht passieren. Aber vielleicht noch das ein oder andere Highlight. Lassen wir uns mal überraschen. Und so geht's heiter weiter auf die letzten 7 Kilometer. Es ist fast geschafft. Wir beide haben hier nahezu 60 Kilometer heute runtergerockt. Richtig geile Nummer. Danke an dich, Malte. Ja, das war alles in allem eine richtig fette Nummer. Ich muss eben die Taschenlampe wegmachen. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal. Ja, war mega gut. Also ich freue mich gleich mega auf so ein Finisher-Bier. Ja. Und ich kann echt sagen, der Mammutmarsch hier, der hat mir persönlich auch echt eine ganze Menge abgefordert. Der in Stuttgart vor 2 Wochen, der war deutlich angenehmer, auch mit den Höhenmetern. Also diese flachen, über Kilometer, nur flach, das macht er nicht nur mürbe, sondern das belastet auch die Muskulatur so dermaßen einseitig. Ja, also deswegen gerade das Sightseeing nebenbei. Das war richtig geil, definitiv. Gehört auch mit dazu, habe ich dir ja auch gesagt, ne? Wenn man sowas macht, dann muss man das auch irgendwie so planen, dass das irgendwie so mit reingeht. Und vielleicht könnt ihr es schon ein bisschen hören, da wird schon fleißig gejubelt. Allzu weit ist es wie gesagt nicht mehr. Ja, und in guter alter Mammutmarsch-Manier lasse ich die Kamera jetzt einfach eiskalt laufen. Ihr kennt das Spiel. Und mein Resümee, also ich hatte ja gesagt, zu Anfang des Videos, das ist der 10. Mammutmarsch, den ich überhaupt laufe. Deswegen ist das heute hier doppelt gemoppelt eine Premiere. Also im Sinne von das erste Mal Berlin und der 10. Mammutmarsch. Ist schon eine geile Nummer, freue ich mich auf jeden Fall gleich drauf, durchs Ziel zu laufen, die Medaille da zu empfangen. Einfach ganz, ganz viele tolle, nette Leute zu treffen, die da auf uns warten. Lasst euch mal überraschen. Das ist einfach so eine richtig, richtig geile Mammutmarschfamilie. Mammutherde, da sagt man ja eigentlich so. Ich mag den Ausdruck eigentlich nicht so gerne, aber das ist einfach richtig geil. Wenn du auf so Marschveranstaltungen Leute triffst, die du halt so unter der Woche oder über viele Wochen halt nicht siehst und du triffst dich hier, tauschst dich aus, freust dich halt, wenn die Leute da sind und ja, ich will das auch gar nicht großartig quasseln. Da vorne kann ich das Ziel auf jeden Fall schon sehen. Richtig geile Nummer auf jeden Fall. Also vielen Dank nochmal an dich, Malte. Richtig fette Nummer auf jeden Fall. Richtig geil. Und jetzt geht's hier, glaube ich, irgendwo vielleicht links rein oder was, keine Ahnung. Links rein geht's jetzt, ne? Muss kommt von links. Ja. Jetzt noch eine Schleife laufen, da weiß ich auch nicht. Nee, das reicht jetzt auch. Wie gesagt, 60 Kilometer, das sollte auch komplett ausreichen. Da kann ich das Ziel sehen. Ich drehe mal gerade die Kamera um hier. So, sorry für die etwas verwackelten Bilder, aber komm, Malte, let's go. Let's go, Alter. Komm, wir laufen, ey. Ja, ja. Hey! Ja, yeah.
Gnadenräuber. Geht's dir gut? Hi. Mein Lieber, geht's dir gut? Alles super. Ja. Ah, Junge, das war eine Nummer, ey. Richtig übel, ey. Geil. Lass sie auch, das kriegen wir hin. Dankeschön. Vielen Dank. Yeah, man. Sehr gut.